Ich war gerade auf dem Weg. Ja, ich hab's erst voll verpennt. Ja. Ich dachte, das sieht voll aus wie die R1. Ja, so ein bisschen, ne? Oh, ist das kalt. Richtig arschkalt. Hab ich doch gesagt, dass es kalt ist. Ja. Boah, ey. Wir wollten eigentlich noch viel mehr. Also wir wollten eigentlich, du bist jetzt der Erste, wo wir hinfahren. Wir wollten eigentlich bis nach Gütersloh noch und Gütersloh auch noch ganz viele Leute. Moin. 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 Ich bin den passenden Hoodie an. Ich hab ihn vergessen anzuziehen, mein Hoodie. Deswegen ist mir auch so kalt. Tja. Warum hilfst du mich denn? Was hoffen wir noch drin? Ah. Jetzt guck mal, das haben wir ja dabei. Ich muss den Arm wegmachen, der Fokus ist den Arm. Mein Arm. Alles dabei. Oh, die Windgeräusche werden verdunkt sein bei dem Video. Was soll ich noch so? Ich hab mal versucht, das Portemonnaie anzubieten. Ja, wahrscheinlich. Warte mal. Wollt ihr auch Stoffbänder? Wenn der eins übrig lässt. Ich hab alles voll hier. Welche Farbe? Ich nehm nur noch ein pinkes für meine Schwester. Ein pinkes für deine Schwester? Ja, ich wollte unbedingt eins haben. Ein pinkes kriegt sie. Ja, welchen Verschluss? Das ist immer am besten. Ich fühle mich richtig gefilmt, ey. Ich komme mir richtig falsch vor. Schon. Oh, Metallverschluss. Welches wollt ihr? Ich würde so ein weißes nehmen da. Weiß? Ja, so. Grau? Ist doch weiß. Oder meinst du Tarn? Tarn. Tarn. Ich spüre meine Hände nicht mehr. Dankeschön. Metallverschluss? Meine Beine sind auch abgefroren. Aber du kannst doch filmen, also ist alles gut. Da hinten Yamako Hoodie am Start. Jetzt sieht sie ja aus, oh mein Gott. Ich habe auch, wenn ihr wollt, Autogrammkarten habe ich auch noch dabei. Boah, der schreibt so richtig beschissen gerade, weil es so kalt ist. Kannst du auch unterschreiben? Ja. Warte, ich unterschreibe. Warte, ich unterschreibe erstmal 3 Stück und dann. Ja, da hast du recht. Kann so geil aussehen. Ist schon schick. Sieht gar nicht so alt aus. Ja, deswegen habe ich mir auch gerade die geholt. Jetzt hast du gleich Gold an deinem Sitz. Ein paar Sekunden später. R2. Was hast du getan? Oh, das könnte er. Halt, gibt nachher Ärger, ne? Was hast du getan? Alter, du wirst sterben, ne, nachher. Du weißt es schon, oder? Passt doch, Gold fällt gar nicht so auf. Ey, bist du doof? Halt mal. Ja. Film das. Dann habe ich nächstes Mal eine Ausrede, warum ich dich geschlagen habe. Können wir noch ein Foto machen? Können wir machen. Ja, Moment. Muss ich filmen? Genau, komm. Das ist doch scheiße. Ich Fahrrad ist nervös geworden. Ja, der Ständer hinten ist nicht so stark. So. Na, hast du? Du hast hier das coolste Fahrrad? Das ist legendär, ja. Also, ich fahr's eigentlich nur mit den dünnen Reifen, aber es geht eigentlich übelst gut. Wir müssen einen Bike-Form drehen, komm. Wir müssen einen Bike-Form drehen, komm. Ja. Jemand. Also, es kippt voll weit. Ich hab voll Angst vor dem Motorrad. Guck mal, wie weit das kippt. Gleich kippt's um. Da kommt jemand raus, glaube ich. Soll ich filmen? Einfach filmen, ja, ja, natürlich.
Na, wo ist er? Weißt du, was der Vorteil ist, wenn man mit dem Motorrad kommt? Man muss gar nicht klingeln. Ja. Wo ist er? Ihr wollt mich doch verarschen. Hallo, Iben. Ein Jahr Marco. Okay, er ist doch nicht so groß, wie ich dachte. Nee? Nee, aber ich bin auch klein. Ich bin groß. Hi. Ich nicht. Luisa, du musst das nicht mal anklären. Das sind nicht meine Hunde. Hallo. Ey, wir mussten bis jetzt nie klingeln, bis jetzt. Also, bis jetzt. Ja, euch überhört man ja auch nicht. Die ersten haben wir getroffen, zufällig sind die gerade mit dem Fahrrad da an der Straße rumgefahren. Die nächsten haben wir, ja, du bist die Nächste, wo wir hingefahren sind jetzt. Und, hi. Und das war's eigentlich. Hallo. Hallo. Ich komme jetzt richtig, ich krieg gerade richtig Fremdschämen. Auch hier Marco Merch wieder am Start, ne? Tja, sowas passiert. Muss sein. Deswegen ist mir auch so kalt. Tja, warum ist mir nicht kalt? Ja, das weiß ich auch das nicht. Das wundert mich gerade. Guck mal her. Mandy kann ja nicht. Ich hab hier allerlei Sachen dabei. Ich wollte ja erst Mandy hier hinholen, aber hallo. Mandy wollte nicht mehr. Aber richtig viele. Guck mal ihren Arm an. Die hat alle, die hat alle okay. Rum. Mandy hat das Problem, die konnte nicht. Ja, hat sie mir geschrieben und deswegen, was willst du hier noch? Weil die durfte nicht. Sticker habe ich einmal. Ich wollte sie erst hier Marco, wie lange haben wir gebraucht? Bis hier? Ja. Ja, wir sind von einem aus Neunkirchen hierhin gefahren. Tja. Sticker? Ja. Yeah. Wolltest du noch ein Stoffband haben oder so? Oder? Ich bin dabei zusammen, also von daher möchte ich mir nachher auch welche mit. Ja gut, ich kann ja jetzt in jeder Farbe gehen, ne? Klar doch, dann hab ich genug. Dann ist der Arm auf jeden Fall voll, ne? Ja, dann habe ich genug Merchandise schon mal gehabt. Der Pulli hängt oben. In welcher? Nur pink hast du bis jetzt? Ja. Ich will meine Hände nicht mehr. Ich hab den Fail gemacht, dass es voll groß ist. Daraus haben wir gelernt. Meins ist auch ein bisschen locker, aber lieber ein bisschen zu locker als zu stramm. Weil nur das Problem ist, das rutscht hier immer drüber und das will ich nicht. Das rutscht über das andere drüber. Nein, das haben viele gefragt. Ach. Ob wir mal vorbeikommen können und so. Und dann habe ich einfach gedacht. Das war mein Vorschlag, das habe ich dir sogar geschrieben. Das haben so viele Leute geschrieben. Das ist aber auch klar. Seit wann macht ihr das? Ich mache seit einem Jahr. Ja. Luisa macht. Seit Sommer. Ja. Seit Sommer, ja gut. Auch vorher schon gefahren oder? Gefahren seit Mai. Ja. Ja, ich bin einmal mitgefahren. So. Meins war das jetzt nicht so. Sticker habe ich auch. Luisas Haare sind verknotet. Deswegen nicht mit offenen Haaren Motorrad fahren. Richtig.